Herzlich willkommen zur Pressekonferenz im Vorfeld DFB-Pokal, erste Hauptrunde, BFC Dynamo gegen den SV Frankfurt. Die Pressevertreter möchte ich recht herzlich hier begrüßen, in dem Marius Nex Restaurant. Und wir fangen dann auch gleich mit der ersten Frage an, nämlich an unseren Präsidenten, Norbert Uhlich. Norbert, welcher Stellenwert hat der DFB-Pokal für den BFC Dynamo in dieser Saison? Ja, erstmal noch einen schönen guten Morgen. Stellenwert für den BFC, einmal vom Sportlichen her natürlich, das, was wir geschafft haben, so weit zu kommen. Dann für die Darstellung im sportlichen Bereich kann man gut nach vorne gucken für das, was wir erreicht haben. Und für die Fußballbegeisterten ist es natürlich wieder mal ein schönes Event. Wir hoffen, dass wir auch durch viele Werbung neutrale Zuschauer ins Stadion locken können. Und leider haben wir von Frankfurter Seite nicht so viele Fans zu erwarten. Aber ich denke mal, als DFB-Pokalspiel werden wir auch eine ganze Menge an Spielern, an Zuschauern ins Stadion locken können. Und wirtschaftlich ist es natürlich auch ein Punkt, der für den Verein sehr wichtig ist, denn das Geld, was vom DFB kommt, ist natürlich für die kommende Saison vom Finanziellen her schon mal eine Basis, der sagen, was an Kosten auf uns noch zukommt, dass wir da wissen, das Geld wieder mal vorhanden ist. Norbert, mit welcher Zuschauerzahl rechnet der DFC am kommenden Freitag? Ich denke mal, wir werden 6.000 bis 7.000 Zuschauer erwarten können. Robert. Dann die erste Frage an unseren Trainer Thomas Stratos. Thomas, die Vorfreude steigt sicherlich in der Mannschaft. Wie sieht dein Training aktuell diesbezüglich aus? Wir bereiten uns ja schon länger darauf vor, auch wenn ich immer gesagt habe, die Meisterschaftsspiele zählen oder die Spiele sind dann und wir bedenken von Woche zu Woche. Stimmt es nicht ganz. Wir haben uns ja von Anfang an mit Sofort beschäftigt, haben hingeschaut und die Jungs natürlich auch. Weil das ist eben schon ein Spiel, was nicht immer stattfindet oder ein Highlight ist jetzt. Man merkt beim Training schon eine kleine Anspannung, kleine Dinge, wie die Jungs miteinander reden, wie sie sich bewegen. Es wird von Tag zu Tag mehr werden. Schön erstmal soweit. Dann an unseren Mannschaftskapitän Björn Brunnemann. Für dich ist es ja mittlerweile die x-te Partie im DFB-Pokal. Wie sieht es bei dir schon mal so im Vorfeld aus? Ja, man freut sich natürlich auf unsere Spiele, wo ein bisschen mehr Rummel gemacht wird um das Spiel, was die Zuschauer locken soll. Wie Norbert schon sagte, Werbung wird gemacht und der Fokus ist natürlich größer als in der Liga. Und ja, wir freuen uns riesig auf das Spiel, haben, denke ich, schon eine gute Chance, vielleicht sogar eine größere als gegen Stuttgart, vielleicht die Sensation dort zu schaffen. Ja, dann stand ja in den Medien die Tage, dass du eine Verletzung mit dir trägst. Gibt es dazu einen aktuellen Stand? Vielleicht nur einen Termin beim Arzt. Du möchtest aber auf alle Fälle spielen, oder? Auf keinen Fall. Na dann. Ja, Thomas, wen setzt du dann ein, wenn nicht Björn Brunnemann? Ich habe ja einen großen Kader. Wenig verletzte Spieler. Das heißt, die Möglichkeit ist da. Wir werden schauen. Manni. Robin Mansfeld hat es sehr, sehr gut gemacht. Im letzten Spiel ist eingewechselt worden. Und ich denke, das ist eine gute Option. Das ist eine gute Möglichkeit. Aber wir warten erstmal auf das mit Björn. Ja, der Saisonauftakt hier mit dem 0:3 gegen Zwickau ging ja etwas in die Hose. Danach ging es ja furios in Halberstadt eigentlich weiter. 6:2 Sieg mit 4 Toren von Dieter. Was dürfen wir von der Mannschaft am Freitag erwarten? Ja, ich denke, ein gutes Spiel dürfen wir erwarten. Ja, im ersten Spiel waren wir ein bisschen verkrampft gewesen, wir waren noch nicht ganz da. Der Druck, den wir uns selbst machen, ist natürlich sehr groß. Wir reden von Aufstieg und damit muss man erstmal klarkommen. Das haben wir im ersten Spiel nicht hingekommen. Im zweiten war es besser gewesen. Wir haben uns gut bewegt, wir haben die ersten Chancen benutzt, aber es war noch nicht optimal. Das heißt, wir sind noch steigerungsfähig und das wollen wir am Freitag versuchen. Wir werden es zeigen. Angelo, du als Sportdirektor des Vereins, du hast ja jetzt also auch den Saisonauftakt mitgemacht. Für welchen Stellenwert hat der DFB-Pokal für dich, für die Mannschaft? Ja gut, was der Stellenwert ist, ein bisschen interessantes, wichtiges Spiel für den Verein, ist ein Aushängeschild. Man kann Werbung für den Verein schreiben, wird deutschlandweit wahrgenommen.
Ne, das ist natürlich interessant für uns und außerdem können wir uns da mal messen, ist doch interessant. Kommen zwei Ligisten, der Druck liegt bei den zwei Ligisten. Ne, die können da eigentlich befreit aufspielen. Wie es Thomas gerade sagte, so haben wir den Druck bei uns. Wir wollen was erreichen, stehen um Platz 1. Und jetzt in dem Spiel ist es doch eigentlich genial für unsere Mannschaft. Und können wir einfach mal aufspielen und uns mit denen aus der zweiten Liga messen, mal schauen, was da bei uns kommt. Ja, am vergangenen Freitag war ja auch ein Beobachter vom FSV Frankfurt in Halberstadt und hat sich das Spiel angesehen. Hat er denn auch den Gegner analysiert und beobachtet? Davon gehe ich aus und ich weiß auch, dass wir es gemacht haben, ist so ganz klar. Genauso wie Frankfurt ihren Job macht, machen wir das auch und haben natürlich dort auch unsere Informationen eingeholt und haben auch das Spiel beobachten lassen, zum Beispiel in Bielefeld. Ja, normalerweise fragt man ja nicht nach den Schwächen, ich frage andersrum, welche Stärken habt ihr beim Gegner ausgemacht? Ja, gut, jetzt ins Detail zu gehen, wir haben die Analyse bekommen von demjenigen, der das Spiel beobachtet hat. Das werden wir sicherlich oder gerade auch der Trainer noch mal im Trainerteam besprechen. Aber ist doch ganz klar, Zweitliga, FSV Frankfurt, ich denke, ist eine zweikampfstarke Mannschaft, die kompakt steht. Der Trainer steht auch dafür. Ich meine, wir kennen uns ja nun auch, man kennt ja die Geschichten schon länger und habe FSV Frankfurt auch schon sehr oft spielen sehen. Also von daher können wir erstmal davon ausgehen, dass es sicherlich eine Partie wird, die mal, ja, auf hohem Niveau im Zweikampf und auch im Tempo steht. Und dann wollen wir mal schauen. Ich denke, wir sind ja fußballerisch ganz gut, haben gute Fußballer dabei. Dann werden wir mal sehen, ob wir uns, ich sag mal, da durchsetzen können und auch unser Spiel dort durchziehen können. Ja, das klingt natürlich sehr selbstbewusst an der Stelle. Es ist ja schön, dass wir da nicht nur sagen, wir stellen uns mal auf den Platz und gucken, was passiert. Thomas, du sagst ja mal, jedes Spiel fängt bei Null an. Wie sieht so in etwa deine Marschroute aus oder der Weg der Hoffnung, dass vielleicht am Ende die Sensation gelingt? Ja, die Sache ist einfach die, wie wir auf den Platz gehen, wie wir das Spiel annehmen, wie die Spieler mit dem. Ja, es ist ja immer Druck. Du gehst in ein Spiel rein und willst es gewinnen. Da ist eine Mannschaft auf einer Seite, du hast den Respekt und den musst du auch ablegen. Du musst sehen, dass du deine Stärken auf den Platz bringst. Und das ist eben das, was wir können. Den Ball laufen lassen, schnell miteinander kombinieren. Aber wichtig ist auch, wie die Spieler untereinander miteinander kommunizieren oder sich selbst verschieben und auch pushen. Das wird das Entscheidende sein. Ich schaue nicht auf den Gegner, das mache ich ja selten. Ich schaue auf unsere Stärken und darauf werden wir auch am Wochenende eingehen. Das wird das Ziel sein. Ja, dann für die wirklich Trainingsstunden, wie kann man sich da noch das Training jetzt bis zum DFB-Pokal vorstellen? Wir trainieren täglich, heute auch zweimal und bereiten uns darauf vor, genauso wie jedes andere Spiel auch. Für uns natürlich als Fan und als Zuschauer natürlich kein normales Spiel. Es ist DFB-Pokal, ein K.O.-Spiel, nur der gewinnt, kommt weiter. Und weiter machen wir dann an der Stelle jetzt mit den Fragen der Pressevertreter. Die erste Frage. Quartus ruhig. René, ich fange an. Fällt nichts an? Alles gesagt, ja. Gut. Sind wir gut? Ja, hier, ich war moderiert. Felix, nein. Rappers, Sie haben einen Tordifferenz von 6-5. Der FSV hat nach zwei Spielen 0-1. Ist das irgendwie vergleichbar oder gibt es da irgendwie einen Anhalt, was man da gelernt hat aus den ersten zwei Spielen? Ich glaube, unser 6-5 ist eben das Zeichen, dass wir nach vorne spielen. Also, als ich angefangen habe, habe ich auch gesagt, wir werden nach vorne spielen, wir werden viele Tore erzielen, dass wir so viele bekommen. Gut. So viel bekommen haben. Im ersten Spiel ist ärgerlich, im zweiten ist es egal. Dafür sehen wir natürlich, dass der Gegner eben sehr kompakt steht. Sie kassieren sehr wenig Tore, sie stehen sehr dicht, sie sind sehr robust und es wird für uns nicht leicht sein, eben uns Chancen zu erspielen. Ja, Stefan Fischer, Neues Deutschland. Herr Stratos, Sie haben gesagt, Sie wollen viel mehr auf Ihre Mannschaft gucken, als sich auf den Gegner konzentrieren. Sie sagten, Sie wollen vor allem sozusagen gute Spiele abliefern. Was wäre denn für Sie? Wann würden Sie sagen, was ist ein gutes Spiel ab? Unabhängig vom Ergebnis jetzt am Freitag. Was
wollen Sie sehen, damit es ein gutes Spiel Ihrer Mannschaft ist? Ich möchte sehen, dass meine Spieler mit einer gewissen Stärke, die man auch von oben oder von überall sehen kann, den Ball fordern, den Ball haben wollen, Besitz, Situationen sich schaffen, um den Gegner eben in Bewegung zu setzen und natürlich auch Chancen zu erspielen. Das heißt, wir müssen über unseren Ballbesitz, über unsere Stärke versuchen, den Gegner dahin zu bringen, dass er läuft, dass er sich in Bewegung setzt und dann im richtigen Moment den Pass zu spielen, der dafür entscheidend ist, um vom Torwart zu stehen. Hört sich leicht an. Gibt es noch weitere Fragen? Ja, Michael Lachmann, BZ, inwieweit kann man denn von einem undankbaren Los oder Gegner sprechen? Wirtschaftlich gibt es sicherlich attraktive Gegner, sportlich sicherlich auch und am Ende kann ja durchaus dann auch das Ausscheiden stehen, also sprich, dass dann der Pokal sich vielleicht doch nicht so gelohnt hätte, wie man sich das dann erhofft hätte. Das Sportliche? Ja, das Sportliche ist einfach. Ich sage mal wieder, ich bin ja auch nach dem ersten oder direkt nach dem Gewinn, wir haben da gestanden, dann hieß es Bayern Dortmund. Bayern Dortmund ist, die Jungs klopfen uns hinter der Schulter und sagen, danke, habt ihr gut gemacht. Und wir haben zugeschaut, wie sie mit uns Fußball gespielt haben. Die Zuschauer haben sich gefreut, dass sie dann eben Bayern und Dortmund im Stadion gesehen haben, von oben von der Tribüne vielleicht. Aber ich sage mal eins, wir wären ein schöner Sparringspartner, der an dem Tag ein bisschen zugeschaut hätte. So haben wir einen Gegner, wo wir vielleicht schauen können und wie ich auch sage, wenn wir unsere Stärke auf den Platz bringen, unser Ganzes, dann haben wir eine kleine Chance. Das ist doch das Ganze oder das ist das, was so ein Spiel ausmacht. Ein Fußballspiel ist eben eine Chance zu haben, auch mal zu gewinnen. Und die ist gegeben. Die wäre sonst nicht gegeben. Also es ist der Gegner eben, wo ich sage, sportlich, danke. Und von der wirtschaftlichen Seite, Herr Ulrich vielleicht? Von der wirtschaftlichen Seite, soweit wir bisher gekommen sind, ist es auch für uns wirtschaftlich ein Erfolg in dem Sinne, dass die geleistete Arbeit, die bisher gemacht wurde, wenn man natürlich weiterkommt und es so angeht, wie Thomas es gerade gesagt hat, mit der Chance, dass man weiterkommt, dann ist es natürlich für das Wirtschaftliche ein absolutes Highlight, was es da bevorsteht. So im Kopf, wie viel das nochmal sind? 119 oder wie viel waren das jetzt erste Runde? Und was wäre in der zweiten möglich? In der ersten Runde sind 124, 126, in der zweiten wären es 240. Ja, das ist der Punkt mit der Extra. Gibt es noch weitere Fragen? Felix, ne? Ist es eigentlich vorher Freitagabend zu spielen, dass man ein bisschen mehr in der Wahrnehmung steht, ein Pflichtspiel zu haben vielleicht auch? Also, weil es sind ja sehr viele Partien am Sonntag, dann geht immer so ein bisschen unter. Das war jetzt mal gleich am Anfang dabei. Vielleicht Anfang 4 oder? Ich denke erstmal Freitag grundsätzlich, wenn ich mir die Wetterlage angucke, Freitagabend vom Vorteil. Ich sehe vielleicht bei 38 Grad am Samstagmittag. Und ja, wie Sie es schon sagen, also denke ich schon, sind drei Spiele am Freitag. Ich habe ja gerade gesagt, von deutschlandweit wird es wahrgenommen. Vielleicht ein Vorteil und generell für die Zuschauer, wir hoffen darauf, ne, dass natürlich Freitag da mehr kommt und die Stimmung gut ist. Und Freitagabend ist ja eigentlich immer ein guter Platz zum Spielen, ein guter Zeitpunkt. Das ist halt doch mal eins. Für die Hitze, Thomas, macht er da irgendwie was Spezielles? Oder weil bei 38 Grad, die angeblich kommen? Also wenn man von meinem Körperlichen ausgeht, da ich ja Südländer bin, ist das natürlich ein Riesenvorteil. Ihr macht das ja nichts aus. Ja. Also gehe ich davon aus, dass mein Jungs das auch nichts ausmacht. Sie müssen ja tagtäglich, man muss ja überlegen, heute Nachmittag ist ja auch Training. Ja. Es ist weiter auch ein Spiel. Es werden beide Mannschaften das gleiche Problem haben. An der Seite werden vielleicht ein paar Eimer Wasser stehen. Mehr ist es auch nicht. Das ist unter schönen Bedingungen Fußball spielen. Gibt es noch weitere Fragen? Ich sehe es nicht der Fall. Dann bedanke ich mich.
uns erstmal recht herzlich für die Teilnahme an der Pressekonferenz und laden Sie jetzt dann auch im Anschluss dann zum Einzelgespräch mit dem Trainer, dem sportlichen Direktor und dem Mannschaftskapitän ein und danach gibt es auch noch was zu essen. Vielen Dank für Ihren Besuch.